Damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Wir sind mal wieder in Train Driver 2 unterwegs. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut. Und ich habe mir mal ein etwas größeres Stellwerk ausgesucht. Ja, das Stellwerk, wo wir drin sind, ist Tomasco Matsuwiki irgendwas. Es ist wie immer hundertprozentig falsch ausgesprochen. Und ja, das ist ein kleiner Spielplatz. Da können wir ein bisschen spielen. Also, ihr seht es schon am Stellpult. Wir haben diverse Abstellgleise, wo wir Sachen abstellen können. Und rein bis aufgebaut ist. Kleine Erklärung. Von links unten haben wir hier quasi zwei Gleise, die reinkommen. Also, es gilt als Doppelgleis. Und auf der rechten Seite geht es weiter als jeweils Einzeltrack, also Singletrack. Oh, und jetzt habe ich gerade eine Nachricht in SWDR bekommen. Einen Moment. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Man schreibt einmal hier. 2128 is delayed 4 Minuten, so it will wait at your place. So it's better that the train is finished at my place. It's delayed anyway, it's delayed even more rather than delaying the train starting to run. Ah, geht gerade schon los. 2128. Der kommt von SK und muss auf JL. You can send him to my station. Ich konnte jetzt noch nicht mal die Station vorstellen. Geht grad. Ich weiß nicht, wie ist es mit der Musik? Soll die mal ein bisschen leiser, lauter sein oder passt gerade, wie es jetzt gerade ist? Gern Feedback. Noch bevor ich euch den Bahnhof hier zeige. Hab's gern von Anfang an richtig. Genau in diesem Moment fällt die Musik aus, ne? Aber ihr sollt ja mich ganz gut hören und das Spiel selber. Ja, hier auf der anderen Seite gehen die Strecken raus. Wie gesagt, Wertung als eingleisig. Und wir haben eine tote Strecke. Das haben wir uns aber alles noch ansehen. Sobald ich hier die Klärung habe mit dem nächsten Zug, der hier ankommen soll. Ja, also rechts unten habt ihr den Stellpult. Das ist in echt eigentlich wesentlich größer und würde den Bildschirm de facto einnehmen. Ich habe es ein bisschen geschwingt, damit ihr halt noch seht, was abgeht. Und links unten habt ihr die ganzen Ankünfte von den Zügen als Faltblattansicht. Ich hoffe, die Animation funktioniert während des Streams. Aber ich dachte, das bringe ich mal mit rein. So, jetzt schauen wir nochmal SBDR. 2029 wäre der hier. Jetzt fährt Zori an. Von BR. Für 31. Ja, dann sagen wir ihm doch mal, wer ist free. Also Studio, Musiklautstärke okay. Bitte Feedback in den Live-Chat. Da war ich sehr froh. Oh, und ich muss einen ganz bestimmten Spawn aufmachen. Und da kommt schon rein. Müssen wir mal ein bisschen lauter machen, sonst höre ich das nicht. POZ für BR. Macht mir die Musik mal auf anderer Stelle kurz leiser. So. Also, wir kriegen jetzt von Zori auf BR nach SK den Zug 88894.
kriegen wir hin. BR ist da. Ich hoffe, man sieht die Maus. Und den schicken wir geradeaus weiter Richtung Perron. Da muss ich nur die Weiche umlegen. Ich finde die Musik noch ein Tick zu laut. So. Dann gehen wir eben mal die Einfahrt auf dem Perron 2. Dann wäre das erledigt. Wunderbar. Was mit dem anderen Zug? Hat sich nicht gemeldet. Na gut. Ja, bis der Zug da ist, wir haben hier zwei Ansichten. Einerseits hier diese Ansicht. Und wenn ihr jetzt gerade das Stellpult ansieht, das ist quasi ganz auf der linken Seite bei dem Doppelgleisigen. Das ist hier nicht eingezeichnet, aber das ist quasi links von der Station. Da haben wir hier diesen Bahnübergang. Könnt ihr Züge beobachten. Und dann natürlich TM. Wer fragt jetzt an? Kobalevo. Mal ganz kurz nachschauen. Nein, da kommt aber erstmal Wohler. Sind aber sehr nah dran. Das kann ich nicht annehmen. Fürs Erste nicht. Besitzer, Besitzer, Perro. Jetzt kommt es gerade nochmal. Ne, von SK. Ne, Kobalevo, dich kann ich nicht annehmen. Kobalevo. Schreiben wir das mal ganz kurz. Kobalevo. Your train before your train. Also so viele hat es verstanden. Vermuten wir schon. Ja, ich muss halt ein bisschen auf den Fahrplan achten hier. Dass die Leute nicht einfach mal so random blocken, weil das tun sie hier sehr gerne. Und gemäß Fahrplan wäre eigentlich der von Besitzen als erstes. Der hat aber noch nicht angefragt. Der kommt jetzt. Oh, Vola kommt jetzt. Der Roman hat Verspätung. Ja, komm, Vola. Geht schon. Annehmen. Der von Vola, der muss nach. Wenn wir jetzt mal hier kurz schauen, der muss nach BR. Und nachdem der aber länger steht, wenn wir den auf das untere Gleis schicken hier, auf Perron 1. Ich habe gerne die Hauptstrecke halbwegs frei. Einfahrt hat er. Alter. Da wird SPDR wieder mal zugemacht. So, für den Moment können wir uns mal den Bahnhof hier anschauen. Das hier, die große Haupteinfahrt hier. Die linken zwei Sachen werden wir uns gleich noch anschauen. Erstmal schauen wir uns den Bahnhof hier an. Wir haben hier Dieselgleise
auf der linken sowie auf der rechten Seite. Da hinten ist Ende. Hier ist Ende. Und wir haben da unten Abstellmöglichkeiten. Auf Dieselbasis. Also einerseits hier links. Und hier, glaube ich, sind es zwei Gleise. Ja, zwei Gleise. Wo wir mit einer SM42 gerne was abstellen können. Und dann haben wir hier die drei Hauptgleise. Also hier in der Mitte haben wir ein Stumpfgleis. Ich glaube, auf dem stehen wir gerade. Ja, genau. Das ist das Spawn TM24 ECT, wo ein Triebwagen spawnen kann. Und... Na, fuck. 88894. Erstmal kurz Hallo sagen. 88894. Der fährt auf die SK-Linie raus. Abfahrt um 31. Das ist, sprich, das ist der, was aus rechts hierher kommt. I prefer English. Er kommt auf dem rechten Gleis hier. So, hier ist alles Abstellgleise. Auf die ganze Länge. Hier der andere Bahnsteig aus der Gegenrichtung. Und hier der kleinere. Und da schicken wir den anderen Zug hin. Und wir werden hier später, wenn hier Leute enden, also gerade vor allem mit Intercity-Zügen etc., sie bitten, dass sie doch die Wagen abkuppeln. Da kommt meine Rangierlok ins Spiel. Und dann werden wir hier die auf der Seite abstellen. Und wer dann möchte, kann sich die Sachen wiederholen. Und als Intercity, Express, Güterwagen, was auch immer, je nachdem, was hier endet, weitermachen. So, wir gehen mal hier bei unserem Stellwerk wieder rein. Der Zug kommt von da hinten. So, SWDR. Gib mir... Holy shit. Wir haben dann Yoshi, der da endet. Als Einzellok. Kann ich dir 361971... Wer ist denn das? 361... Kommt von JL. Ja, meine Rangierlok hätte ich gern jetzt schon. Das finde ich jetzt mal gar nicht so doof. So, SWDR. So, dann kommt der Yoshi. Da ist die Pots-Taste. Was ich jetzt ganz vergessen habe von Vola, der Zug. Wo ist der? Das müsste der hier sein. Erster Track. Hau mich tot. 3-4. Bola war 2-2-3-8-9. Zwei, eins, zwei, acht, acht. Bitte was? Was? Warte mal, jetzt habe ich gerade einen Wohler geschickt. 2-2-3-8-9. Warte mal, Moment mal. 2-2-3-8-9, das war Wohler. Jetzt habe ich gerade einen Mix-up. Sorry. Wrong. Chat.
Achso, da 21288. Entschuldigung, 212888. Bis Cisnus Log SK 21288. Das war da oben. In 3 Minutes. Entschuldigung. Da habe ich gerade einen kleinen Mix-up gehabt. So. Meine Station. 88. Moment mal, wo ist denn der? Oh, der ist jetzt hier. 88894. Da muss noch LCS. Perco BA. LCS Perco BA. LCS Perco BA. Vielen lieben Dank für den Follow. So, tschüss. 22389. Im Moment, das war falsch. Moment, jetzt glaube ich, habe ich einen Mix-up. SK? 88894, da kommt von SK. 223894. Moment, 22389. Moment. Jetzt muss ich gerade mal die Fahrten überprüfen. 22389. 8894. Das ist das BR. Jetzt ist das ist falsch. Ah, shit. Ja, der hätte auf BA müssen. Ach, na, stimmt. Okay. Doch, alles gut. Ah, oh, ich war gerade verwirrt. Mann! Pavura vom Mini-Verbet. So, Yoshi, der kommt von da unten. Der fährt. Yoshi, du bleibst erstmal kurz da unten. Okay, was läuft hier? Freak, keine Energie für Station. Alter, was? Oh, Moment, Moment. Bis Zützner. So, bis Zitzner ist am Kommen. Es wird stressig. So, Einfahrt hat 223 auch. Moment, mal kurz schauen.
Der ist schon längst abgefahren. 88223892 22389. Abfahrt um 45. Puh. Und der 212, der kommt jetzt gerade. Stress. So, Yoshi. Dich schicken wir mal so. Alter, noch einer. Habe ich den Spawn offen? Ach nein! Ich habe den Spawn offen. Es sagt euch, wir befrieren about 10 Min. Von Lebino. Okay. Shit, wo steht der Typ jetzt hier? Geh nicht auf dem, wo ich Yoshi hinschicken will. Yoshi, du fährst mal. Ja, mach das mal. Sag mir, wann frei ist. Zwei, zwei, drei, acht, neun. Okay. Analyse 22389. Ist der? Das ist Yoshi. Warte mal. 22389. Der ist von SK.com. Wow, jetzt bin ich gerade total verwirrt. Und weg ist er. Geil. Der 88 ist weg. Der 22. Der 22. Alter, was wollt ihr von mir? Kobalebo? Was will Kobalebo von mir? Kobalebo SK. Ah, Kobalebo. Chumins. Scheiße, da kommt gerade der nächste. Alter. 21288 ist der Verspätete. 22288. Just arrived. Alla. Ich hasse es, wenn hier Stress ist. Ist der Zug aus... Ich brauche einen freien Bahnhof. 21288 Verspätung plus 17 zu 2389 auf 45. Ist 34 22389. 389 war LCS Perco. LCS, Moment. LCS Perco. Ja,
SA-Talk ist free, RB ist free, LC Perko. Perko auf BA. LCS. Wizzes. RB. Machst du jetzt bitte BBL? Dankeschön. Sorry, wenn ich mal länger nichts sag, aber ich muss gerade ein bisschen konzentriert sein. You can block the track. Libino, und jetzt kommt auch noch. Was kommt denn da jetzt? Ja, toll. Holy shit. So, Perro fährt um 45 ab, also jetzt gleich. Und der andere Typ ist noch hier der Libino SA. Libino SA. Oh. Ich werde erinnert. Mach nicht FDL live. Das geht immer schief. Jedes Mal. Ist halt jedes Mal so, ne? Kaum mache ich das allein, dann habe ich eine ruhige Schicht, dann mache ich einen Stream, dann ist es runter und drüber. Oh, bitte. Schwing deinen Arsch weg. So. Warte mal, G3. Bin ich jetzt fies? Wo ist G3? Na, das ist SZ G3. Soll ich mal mit meinen Gefahren kurz... Alter, Domke, ich töte dich. Mach's dir bitte nicht. So, der untere fährt jetzt gleich weg. Und dann kommt der andere weg. Ja, Yoshi, jetzt tun wir auch nicht anstacheln. Alter. Maximal 2 Minuten. Auf den Zug rechts von dir. So, 22389. Ist abgefahren. Oder am Abfahren, besser gesagt. Da hinten ist er.
Mr. Rangierlock, wir machen weiter, sobald es ein bisschen ruhiger ist. Und dann können wir mit Ulf weitermachen. Ich muss erstmal nach Vorplan schauen. Oh, bei Stichwort Rangierlock. Du könntest... eigentlich da hinten reinfahren. So, weg mit dir. Sag's euch. TD2 ist echtes Nerventraining. Holy shit. So, mach hinne. Weiche, blick dich um. So, dann ist auch der Typ weg. Geil. Und der nächste kommt... von Kobalebo und er fährt nach JL. Oh, was bist du? Ist ein Güterzug. Geil. Das werden wir gerade mal umleiten. Und dann frage ich schon mal. Ist 3, 4, 3, 9, 7, 0, 2, 0. Es geht noch Knorr. Tschüss, mein Junge. Kriegen alle mal einen Daumen nach oben hier. Yoshi, wir haben noch ein paar Züge, die hier enden. Wir werden mal kurz abwarten, bis die kommen. Und dann werden wir ein bisschen umrangieren. Wo ein Stress. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Echt schlimm. Im Chat ist gerade irgendwie so gruselig still. Er freut sich an dem Stress, den ich habe. Ah, wow. Okay, nee, alles gut. Jetzt muss noch der eine auf der J-Line, also da rechts unten, hier auf dem Weg gehen. Dann habe ich schon mal Freibahn für den Güterzug. Danke, du auch. Ah, wisst ihr was? Wir machen mal den ECD-Spawn auf, weil ich ja sonst keinen Stress habe. 397. Ist das ein Zug bei mir? Fuck, das ist ein Zug bei mir. Was schreibst du da? Was ist denn da? Jasne.
ohne Probleme. Bin mir jetzt sicher, ob mich das jetzt gerade betrifft. Jetzt habe ich die ganze Zeit den Diesel-Sound da hinten. Ich glaube, Yoshi muss woanders hin, weil sonst habe ich die ganze Zeit den Diesel-Sound im Ohr. Andererseits... Ja, wobei, wir könnten ihn auf die tote Strecke schicken. Ist die Frage, ob sie es besser macht. So, Yoshi ist am Düsen. Jetzt kommt der nächste. 17 Dobe, 397. Knorr, wo bist du? Da bist du. 397020. Ja, ich hab's ja schon vorbereitet. Geil. Mal schauen, was er sagt. I try. Oh, ist frei, schreibt er gerade. Knorr MA. Knub. Ja. BBL, mach mal. Nice, der kommt von da unten rein. Ja, da muss halt ein bisschen Weichen putzen jetzt. Komm, Weichen mach schneller. Dankeschön. Noch einer, der weg ist. Schauen wir uns die mal an. Ist der schon vorbei? Ey, Moment. Nee, der ist noch nicht vorbei, da kommt erst. So. Exit given. Ab mit dir. Gut. Hätten wir das. Yoshi, den wollte ich auf die tote Strecke schicken. Tschüss, Kowski. Und dann müssen wir nur noch ihn hier abstempeln, sobald er da ist. Diesen 397er 020. Würde mich aber interessieren, wo der Yoshi da eigentlich hinfährt. Ach, das ist die tote Strecke. Wer klingelt da? Achso, nee, das war Klingel auflösen. Zerniki kommt gerade als nächstes. Ja, du rein mit den Zügen. Alles klar. Zerniki, um 21 die Durchfahrt. Ja, immer noch her damit. Macht's mein Bahnhof voll. Der muss dann noch
BR von. Machen wir schon mal. Ist bla bla bla. Free for 34163. Wo ist der Niki? Damit ich schon mal vorbereitet habe. Oh, das ist der Troublemaker. Einer der geilsten Forex-Leiter ever, ne? Also wenn ihr mal da einen geilen Fahrplan haben wollt, jetzt zum Troublemaker. Oder zu mir, wenn ich gerade mal da bin. Wurde ausgestellt. Vielen lieben Dank für den Follow. Da sehen wir doch gerne. So, wo ist die Güterschleuder? Da ist sie. Los, weg mit dir. Mach einen freien Bahnhof. So, mal schauen. 59, 9. Warte mal. Wir haben es jetzt fast 21 Uhr. Boah, da kommt fast im Takt jeweils ein Zug hier. Und die enden aber hier. Das ist ein Güterzug. Das wäre was für Yoshi. Der Nero kommt auch mit dem Güterzug. Und da sehe ich es nicht. Okay. Also wir haben da auf alle Fälle ein paar Züge, die hier enden. Und da kann der Yoshi gegebenenfalls mal ein bisschen rumrangieren. Überlegt mir auch gerade beim Troublemaker zu spawnen. Hab Zuversicht, dass er keinen Herzinfarkt bekommt, wenn ich damit meinen Sonderzug auftauche. Hey Domke, sei lieb. Bitte, danke. So, Kollege ist weg. So, Frau schauen. Zerniki. Der fährt nach BR. Das heißt, den schicken wir mal oben rüber. Thanks, war gereicht und nice train drivers. Thank you very much. Have a nice trip with us too. So, ich habe nochmal ein geiles Spawn Tool. Wo spawn ich denn was? Wir sagen E14. Ja, das Tool seht ihr gerade nicht. Aber ich tue da gerade mal schön was generieren. Oh, das hat funktioniert. So, jetzt hat Yoshi was zu tun. Dann schicken wir mal Yoshi da oben hin. Obacht, Yoshi. Du fährst auf ein besetztes Gleis hin. Jetzt hören wir uns natürlich als Fahrdienstleiter anschauen. Ich finde die Musik gar nicht mal so schlecht. Besser als mit den anderen Playlists. Oh, Entschuldigung. Hat Yoshi keine Fahrt? Doch, Yoshi hat Fahrt. SWDR mal kurz gucken. Okay, normaler Wahnsinn. Da hinten ist es ja. Ich sehe schon in der Ferne. Wir
könnten eigentlich generell hier am Bahnsteig bleiben. Dann sind wir ein bisschen auf Tuchfühlung mit den Zügen. So, ich habe da drei ET-41 gespawnt. Unterschiedliche Art. Und die bringen wir idealerweise hier auf die Seite. Und da hinten ist der Yoshi. Da klingelt schon wieder. Achso, das war nur das Verlassen. Okay. Sehr gut. Noch kein Unfall, keine größeren Verspätungen, die durch mich verursacht worden sind. So muss das. Noch nicht, ja. So, Spycam on Yoshi. Mal schauen, ob er alles richtig macht. Ja, auf Tuchfühlung ist er schon mal gegangen. So, Fahrplan überprüfen. Oh shit, der hat plus 7 Minuten. Dieser MPE. Warum haben die alle Verspätungen, wenn die bei mir reinkommen wollen? Vielen lieben Dank für den Follow. So, die müssen dann doch da unten. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Ready. Der eine muss nach BR. Okay, das heißt Yoshi. Können wir eigentlich da runter schicken. Auf diese JL-Linie. Aber da kommt so schnell nichts. Yoshi, hau rein. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Sebastian, vielen lieben Dank für den Sub, G-Mann. Da sage ich danke. Schön bist du mit dabei. Und natürlich herzlich willkommen im Chaos Club. Oh, was? A Hype Train? Moment mal. Das ist jetzt nicht wahr. A Hype Train is close. Oh, what? Ihr seid doch des Wahnsinns. Fuck. 3163 ist da. Gut, evening. Wir nehmen uns in die Strecke anfragen. 34163. Ab geht's, auf die Post. Takawitzi KD. Oh, bitte sag ja. Bitte, 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 bitte. Warte mal, Takawitzi? 34163, Takawitzi KD. Ah, shit. Ja, mein... Wrong person. Fuck. Hab's an den Falschen geschickt. Nein. Oh, shit. Takawitzi, wo ist es? Takawitzi da. Takawitzi, das ist der Typ da.
Okay, diesmal war es richtig. Alter, jetzt kommen auch die Cheers. Ihr seid furchtbar. Aber danke. Ich spiele seit 14.03. Nein, Sergi, aber ich bekomme keine Kilometer gut geschrieben. Also machst du den Fahrplan auch fertig? Weil es wird erst dann gut geschrieben, wenn du deine Sache wirklich frei gemacht hast. Jetzt kommt Zori mit 9.8. 9.8, wer ist 9.8? One man. So, KD ist frei. Was war das jetzt? Oh, der Yoshi hat gesappt. Nice. Jetzt geht's los. Okay, ich werde abgelenkt. Takawitze KD, BR. Takawitze, wo bist du? Da, KD. WBL. Komm, gib ihm. Wie erkenne ich mal das Szenario zu Ende ist? Also einerseits kommt im Chat Loading Next Szenario und dann kriegst du meistens so eine schöne Endloswand und ja, dann lädst du ins nächste rein. Und dann geht's weiter. Und Fahrplan Ende ist halt wirklich die effektiv letzte Station, was im Fahrplan bei dir auch drin steht. Das kann ich dir erst als FDL natürlich schlecht zeigen. Aber du hast rechts oben dann diese Fahrplananzeigen. Achso, ein Glück, dass ich noch ein Update für T2 einstellen muss, wenn es übelst langsam ist. So. Ich verliere gerade den Fokus. 3-4-1. Der muss abfahren. Weichen stellen bitte. Ah, oh, die ist noch falsch. Hä? Was ist jetzt nicht gut? Ah, das. Da ist der Kollege. Mach eine Biege. Ja genau, am letzten Bahnhof steht den Fahrplan noch immer irgendwas mit Konigo oder so. Es kommt halt wirklich auf die Station drauf an. Aber in der Regel... So wie du am letzten Bahnsteig bist, am letzten Gleis hast du ja dann rot und der Fahrdienstleiter fragt dich ja dann noch, ob du enden willst. Und wenn du sagst dann ja, dann kannst du eigentlich in der Regel raus. Aber so eine allgemeine Antwort kann man auf das fast nicht geben. Es kommt wirklich darauf an, was du gerade fährst. Und vielen lieben Dank, danke. Warum fährt er nicht? Alter, fahr weg. Alter, dreh das Rad und fahr weg. Du hast schon Verspätung. Und zwar plus 7. Warum steigt er jetzt auch noch aus? Alter, fahr bitte einfach. Ach, stimmt ja. Yoshi ist da unten noch. Ah, Yoshi kann jetzt gar nicht weiterschicken, weil es blockiert ist.
Nächste Partner. Alter. Elki mit Zusatzstufe. Hast du jetzt deinen Zug kaputt gemacht? Bitte, bitte nicht. Nein! Ja. Echt jetzt? Oh Mann! SK für 220. Nee, geht grad voll nicht. Nee, gerade nicht. Oh, Gott sei Dank ist der Biber. Ja, geil. Der nächste. Moment, aber ich hab einen Spawn offen, ne? ECT. Oh, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Oh, Gott sei Dank. Kann ich den Spawn gerade wieder zumachen? If you can't solve your issue, you can end here. Und bitte sag, du möchtest hier enden. Ich will dich hier nicht haben. Wenn du nicht weißt, wie du mit deinem Zug umgehen sollst. Fuck, jetzt kommt auch noch einer mit JL da unten, wo Yoshi steht. Have to depart. ASAP. 2 minutes. Alla. Gott sei Dank. 341. Dein Fahrplan wird gelöscht. You can leave. So war das F1. ZF. Wo ist F1? Das ist G1. Wo ist F1? Wo ist F1? Holy shit. Ich sehe gerade F1 nicht. Da wollte noch jemand was. Orchard nach SK. Wo ist F1? JZ? ZA? ZF1? Was ist das hier? Okay, jetzt mache ich ZG1. So, jetzt machen wir schnell das Ding für Yoshi. Weil der blockiert mir sonst hier auch mein Ding. Das schaut richtig aus. Yoshi, gib Gas. Okay, 984311 ist am Anrollen. Und der endet. Das ist ein Güterzug. Das... Moment, falsch. Du bist hier nach oben. Das passt.
Können wir gerade so lassen. Nochmal doppelt kontrollieren. 984 von Zori. Ja, das ist okay. Ja, du fährst noch da oben. So, der andere Typ. Free von JL. Kommt jetzt da. Finde immer noch Multiplayer die Erfahrung 5 haben. Was? Ich finde immer noch Multiplayer die Erfahrung 5 haben wollen. Also, ich verstehe den Satz ganz und nicht. Oh fuck, da ist er. 984311. Ja, wie jetzt? Musik aus oder was? End of Playlist. Ja, dann machen wir den nächste. So, WBL. Einmal annehmen. Ah, Entschuldigung, das ist Pots. Sorry. Und da kommt der 11-3-11-7. Wir müssen noch Charmin weiterfahren. Es wird geschrieben, dass man nur im Multiplayer Kilometer-Gutbücher bekommt, oder wie? Ach so, ja, das ist richtig. Das bekommst du nur im Multiplayer, nicht im Singleplayer. So, Yoshi müsste irgendwo da hinten sein. So, Musik machen wir ein bisschen leiser. Oh, bis sie alle hier enden wollen. So, das läuft. Es ist bereit. Eins, zwei, drei, vier, fünf Züge denen wollen. Ich gehe mal ganz kurz noch da hinten nach G12. Ich muss noch mal ganz kurz was nachschauen wegen dem Rangieren. Ach so, meinst du das? Also normalerweise gibt es da keine Levelbeschränkung. Also als Multiplayer kannst du überall starten. Und dann müssen dir die Fortnite-Leiter entsprechend ein Level geben. Also ist nicht so, dass es da eine Levelbeschränkung gibt, dass du da irgendwo spawnen darfst. Na, ich bleib beim Bahnsteig. So, ist der Typ da schon? Der ist am Durchfahren. Ah, das ist ein sortenreiner Zug. Also theoretisch, ne? Ich könnte bei mir TOW aufmachen und du kannst bei mir einfach reinspawnen. Da gibt es keine Levelbeschränkung. Ah, ich glaube, du liest es ein bisschen falsch. Das ist das Level von den FDLs. Aber nicht das, was du brauchst, um bei denen zu spawnen. So, hier lösen wir auf. 984er, der ist da. Der nächste, der was von mir theoretisch haben will, ist der Legota.
Legota ist, glaube ich, der Biber. Ja, Biber, schick. Hau rüber. Weil ich weiß nicht, ob er den Stream anschaut. Joschik. Lieber mal schreiben. DSI schau mal langer Zug hier. Fünf, acht, sieben ist der bei mir. Nee. Sie will doch damit spannen. Was? Ich kann nur zurzeit die E107 oder die E108 fahren. Da weiß ich, wie ich die fahren muss. Break your train and uncouple. Ready. Into the setting. Und der nächste. This is. Ja, das passt schon. So, dann haben wir hier mal einen Güterzug. Weil bei der einen Lok, wo du ein Video gemacht hast, weiß ich nicht, wie man den rückwärts fährt. Welche genau meinst du denn? Sag nur Gefahren zu den gefährlichen nuklearen Stoffen. Alla Domke! Echt jetzt? Komm ich auf den Namen? Tja, richtig vor Freude. So, weiche nach da oben, das passt. Bei dem mache ich jetzt keine Experimente. Da gehe ich mal auf Safe. Da kann der mal rangieren. Und das macht er auch. Ich glaube, da hat er eine Freude dran. Das machen so wenige FTLs von sich aus. Dass man die Leute irgendwie aufs Abstellgleis schickt. Oh, Lichter sind sogar auch richtig. Was ein Wunder. So, und da kommt Nero. Nee, Moment, das machen wir anders. Jetzt schickt man da oben rein. Alter, der Fahrplan wird einfach wieder länger, ne? So, mach schneller. BR, DNA 54863. Was bist denn du? Geil.
Der muss da weg. Da kommt jetzt ein Zug. Schön, wenn es geübte Lokführer gibt. Oh ja. Fuck, der muss hier weg. Der muss da oben hin. Und das ist der Nero. Jetzt wird's voll. Fahr da hinten weg. Und zwar schnell. Oh, die Lok ähnelt meiner Meinung nach einer ähnlichen Lok, wo du wieder gemacht hast. S-Bahn-Türen, glaube ich. Aber das ist vermutlich die EN750. Aber bei der ist eigentlich der Cap-Change ziemlich einfach. Also ich sage es gerne nochmal, aber jetzt gerade in dem Kontext kann ich es gerade nicht machen. So, mal ganz kurz Nero abstempeln. Da hinten taucht er gleich auf. Da ist auch schon der Nero. Ich will zurückfahren. Ja, der muss erstmal warten. Leer zurückfahren, ja, ist klar. Ich hätte aber so schöne Wagen hier. So, können wir hier mal trennen. Ja, das Blöde ist, dass jetzt der eine sogar Zoten rein ist, ne? Sag mal, Nero. Willst du nicht überlegen, dass du den anderen Güterzug dann nimmst, damit Yoshi dein Zug Sorten reinmachen kann? Ja, und der nächste. 11. Ist der aus JL? Fuck. Nach SK. Den hab ich voll vergessen. So, der hat die Fahrt nach da oben, fährt da rein. Einfahrt hat er. Thanks for the service. You can leave. Zockt mir mal gemütlich Stellwerks eben und bin am überlegen, ob ich Trainer aber 2 zulegen soll. Oh ja, macht es. Fuck, jetzt haben wir da gerade 2 aus einer Richtung. Was soll ich meine Wagen hier lassen und was anderes nehmen? Ja, da kannst du hier lassen, Nero. Einbremsen und warten auf weitere Befehle. Red and Blacker, vielen Dank für den Follow. 113117. Sermin LK.
Also Shermin LK, Entschuldigung. Shermin LK ist frei. So. X hier bitte gerade machen. Ja, das wäre die Idee, wenn ich denn dazukommen würde. Aber es ist gerade ein bisschen stressig. Viel los hier. Nero, bitte fahr ganz vor bis zum Signal mit dem ganzen Verband. Lass davor aber noch einen Abstand für den Lok. Beziehungsweise Nero, gib mir ganz kurz Feedback, ob du meinen Stream überhaupt hörst. Weil sonst schreibe ich mit dir. So, da ist der Kollege. Mal ganz kurz abstempeln. Ja, hör, wenn du die Klappe hängst. So, was machen wir denn hier mit Yoshi? Der kann erstmal. Der steht da unten. Was ist strategisch gut? Da oben. Yoshi, gib Gas. Und da düster. Ah, oh, und das ist der nächste. 54863. Von BR, der endet hier. Das ist aber ein Kiebel. Geil. Ja, das passt, Nero. Und hör auf mit ZDB1. So, weichen. Macht schneller. So, ich habe keinen Chat vergessen. Der Meister endet hier. Oh, ist ein Elki. Ich glaube, mit dem mache ich jetzt kein Sondermanöver. Da soll ich einfach mal enden. Nero, du wirst gleich mal umsetzen, sobald die Fahrstraße frei ist. Und dann wirst du an den anderen Güterzug ankuppeln, der auf dem Gleis links von dir ist. Soweit der Plan. Ich habe gerade die Nachricht gekriegt, dass man irgendwie einen Monat lang Follower sein muss,
dass man bei mir chatten kann. Ich glaube, das war wegen dem Shield-Mode. Ich habe den gerade mal ausgemacht. Das war ein Versehen. Ich habe die Nachricht von Biber erst jetzt gesehen. Sorry. Also, sollte jetzt auch gehen. Frage an Chat: Kann mein Multiplayer sich die Lok aussuchen, die man fahren möchte, oder wird die vom FTL vorgegeben? Nein, also du spawnst ja mit der Lok, mit der du fahren willst. So, do you want to end here? Alter Domke, echt jetzt? Ah, ich hab dich auch gern. Geil, Sonderzug. Was willst du von mir? Steuern, Doppel-C, keine nette Goods. Ach, der will den früher schicken. /22:36. Nö. Was willst du? If I could get another route from here. Du fährst dich 40 Minuten. Ah, no. Jetzt kommt Shermin. Shermin von SK. Ah, I try. So, was ist das? Ein Kiebel, ne? Für 8. Ja, ist ein Kiebel. So, 5 für 8. Machen wir ganz was Einfaches. 110. Noch SK raus. Orbit Manöver. Ich habe einfach keinen Stern hier irgendwie manuellen Fahrplan zu machen. Nee, das kann ich auch nicht haben. Mal schauen, was er dazu sagt. Das ist kein geiler Fahrplan, ich weiß. Bitte sag nicht nein. Vier, acht, sechs, drei. Legota wird erfahren. Abfahrt um 4 nach. Moin, Dominik. Das war das fein. Ja, schön, dass er dir quält, auch wenn er kacke ist. Da bin ich glücklich. Legota SR, bitte. Oh, muss ich jetzt händisch machen.
Nee, guter SR. Ist gesperrt. Nein! Ach, der nächste. 21370 bei JL. Was bist du? Ja, Stress halt noch mehr, ne? Moment mal. Hä, was bist denn du jetzt gerade für einer? Achso, du bist der. Ah, ja, okay, alles klar. Du bist der Elki. Ist ja gut. 3, 4, 5, 4, 8, 6, 3. Negoda, wo bist du? Ach, das ist der Biber. Lass mal kurz trotzdem nach dem Schema. Freigeben hier. Hat mich Zermin jetzt einfach zu dir losgeschickt, ohne dich zu fragen? Was? Was? Domke? Schermin? Ich hab Schermin mehrfach. Also, Schermin kommt 1, 2, 3 Mal. Ich sehe es halt so nicht, wer jetzt gerade kommt. Nein, ich kann leider kein Gegengleis machen. Weil da kommt von Schermin was. Und ich hoffe, es ist nicht das, was ich denke, dass es ist. Aber wenn Domke schon schreibt, dass er mich einfach, dass der er jetzt gerade fährt. Ich liebe es. Nero, du musst ein bisschen warten. Ich gehe jetzt hier gleich Full House hier. Ne, außer, warte mal, aus BR. 3,50. Nero, sei schnell. Halt. Jero, mach dein Manöver. So, Nero macht sein Manöver. So, Nero, auf Express wieder retour. To wait for the next station. Ah, jetzt habe ich eine Verspätung.
Ja, ich bleib dabei. FDL im Livestream und dabei, und vor allem wenn es CD2 ist, ist eine ganz schlechte Idee. Boah, bin ich froh, wenn meine Schicht vorbei ist. Ganz ehrlich. So, Nero ist da oben. Jetzt bin ich mal gespannt, was von links unten kommt. Und rechts unten habe ich ja auch noch den Zug. Das blockiert mir jetzt einfach alles. Leguta ist frei. Leguta ist er. Wo ist es? Wo ist es? Da. Blockieren. Ab die Bus. Weg mit dir. Will ich nicht mehr sehen. Wie lange geht meine Schicht? Ja, bis 23 Uhr. Dann ist vorbei für heute. So, 548. So, mal kurz abstempeln. Mit Verspätung. 3 Minuten. Der nächste im Fahrplan ist dieser APM hier. Das ist dieser kleine Triebwagen. Boah, schicke ich den noch da oben oder da unten? Ah, ich schicke den auf das ganz normale Gleis. Wenig turbulent, ja, ganz dezent. Und vor allem, wenn man dann so verpeilt ist wie ich, umso besser. Wer unten schlauer? Unten ist schlauer. So. Warte mal, von da nach da, nach da, nach da unten. Das hier gerade. Ja, Yoshi, mach nur. Also eigentlich dachte ich, ich habe hier eine ruhige Schicht und mache hier meinen Rangierdienst mit Yoshi. Aber dann werde ich doch ziemlich gefordert hier. So, der Junge von da unten hat die Einfahrt auf Perron 1. Jetzt will ich wissen, was von... Achso, warte mal, wir könnten eigentlich dir dann Schierfahrstraße für Nero machen. Der fährt so erstmal. Komm, weiche. Download begonnen, das sollte in 15 Minuten fertig sein. An Schifferstraße kommt. Wer ist jetzt da? 21370. 21370 ist es der von J, der von rechts unten. Good evening. Schauen wir mal, hallo. So, und der kriegt von mir plus plus. Moin Flo! Ich glaube, ich stelle mich mal zum Bahnsteig hin. Nein, es ist der Domke. Echt jetzt. Der Domke. Das ist jetzt nicht wahr. Ah,
fuck. Nero, Rajiver Straße gestellt. Achtung, du fährst auf ein besetztes Gleis hin. Und jetzt noch der Domke. So, viel Platz habe ich nicht mehr. Machen wir das so. Wie erkennt man den TD2, dass man einen Gütezug fährt bei der Auswahl? Einen Wagen? Und wenn es die Stockzüge sind, schon an der Beschreibung, also THW und Co. Aber klick immer auf den Bleistift, dann siehst du, was der Zug mit sich führt. So, ich wollte eigentlich davor laufen. Und das ist der Dieseltriebwagen hier. Yeah, ich bin fast gleich schnell. Ich bin sogar ein Tick schneller. Na, es gibt der Gas. So, komm. Fahr vorbei. Ich bin zum Bahnsteig hier. Ach, shit. Ich habe den Nero falsch geschickt. Ich wollte ihn eigentlich eins weiter nach oben schicken. Nero, das machen wir nochmal neu. Weil du bist das gleiche, an den gleichen Wagen wieder dran. Jetzt müssen wir aber erstmal auf Gefahrengut Domke warten. Der strahlt ein bisschen. Ist ein bisschen grün. Aber das passt schon. Ne, jetzt will der einen neuen Schedule haben. Schon. Gib mir einen Sack. Gib mir full analyze when ready. Alter. Könnt ihr nicht einfach gehen? Neuen Fahrplan, SN81, Farmax 90. Ja. Ja dann. Was ist ja 2-1? Habe ich den nicht abgestempelt? Ah, ich habe ihn noch gar nicht abgestempelt. So, jetzt ist er abgestempelt. Alles klar, Nero. Großer Boy SZT, was sagst du, 98. Oh, boah, der Flash von diesem Legend. so irgendwas Längeres. Na, das ist alles doof. Das tun wir mal editieren.
Zweigleisig, wir haben es jetzt. Alexander Kojaski. Ja. Machen wir doch mal. Nee, komm, da geht doch noch was. Ach nee, was soll's. Schick mir ihm das mal. So. Von SK kommt der nächste. Und nach SK 2210. Okay, vor. Alter, Nero, hörst du mal auf zum Stressen hier? Holy shit. So, Nero ist da oben. Das passt. Ne, Moment. Doch, Nero ist da oben. Fährt dann so. Die Gruppe hier. Ach, nein, halt. Das war falsch. War das so? Ja, so war das mir gerade. So, weg mit dir, Nero. Was? 430555. Der kommt von SK. Der nächste Zug von Schermin. Ja, ist klar. Welches Stellwerk? Thomas Co. Mazowitzki. Irgendwas. Weil ich gerade ein bisschen gefordert bin. Muss ich gut stressen und ich bin die Ruhe selbst. So, Leute, ich muss euch mal für ein paar Sekunden verlassen. Ich muss mal gewissen Dingen nachgehen. Ich bin gleich wieder da. Mach's bitte keinen Unfug. Da war ich sehr froh. So, bin wieder da. Nero, wo bist denn du jetzt eigentlich? Ich dachte, du hast das Rangieren schon gemacht. Wer hüpft da jetzt gerade vor mir? Oh Mann. Nero! Abmarsch! Ganz schnell! Du hast rot? Vor welchem Signal stehst du? E12. Hä? Dann warst du ja
Moment. E12. Sag mal, du stehst jetzt bei den Flachwagen, oder? Ja, Moment mal, aber dann ist es hier bei dir eh richtig gewesen. Ja, dann Kommando zurück, dann passt es dir. Warte mal, wo ist jetzt eh? K. Wo ist eh? Wo ist eh? Ist es E1? So, ist noch E8. Und über E8, wo bist du? Alter, wo ist die Taste für... Bin ich jetzt echt gerade, bist du gerade so blöd oder wo ist die Fahrstraße für E8? Ich dachte, das wäre das hier gewesen. JC9 oder ist es JC da? Jetzt bräuchte ich mal kurz Hilfe von der Community. Wie kriege ich jetzt diese Rangierfahrstraße von E8 weg? Kann es doch nicht sein. Biber, wenn du gerade zuguckst. Help? Ich habe immer ein SZ. Das ist ganz was anderes. Das brauche ich nicht. ZG. Da kann ich schreiben. Ja, dann auf Discord. Warte mal, was ist ZG8? Moment, da habe ich auch noch meinen Achter hier. Das kann es doch nicht sein. JC8, ZD8 ist auch nicht. War das nicht was mit ZM? Okay, ich hab's. Geil, ist wieder frei. So, der Kollege da unten steht immer noch. SKV23430 ist am Weg. 236, was ist das für einer? 236. Zoomen. So, wer ist denn jetzt da? 43055. 43055 kommt von Shermin. Free for 43055. LCS Zübeck. Mann. Ja, Domke hat es gerade richtig geschrieben. Also, ich will da sowas haben wie ET41 500 Meter VMAX 100 und dann Gütezug oder sowas. SS Zübeck ist frei, geil.
430 auf BR. Das wäre da. Zivik Mill. Wo ist es da? BBL. Weichen stellen. Ah, fuck, der hat einen Halt bei mir. So, dann hätte ich ihn gerade durchgeschickt. Was macht der Strahlemann da hinten eigentlich? Jetzt weiß ich. Moment mal. Sag mal. Nero, hast du hier die ET-41 mitgeschleckt gehabt? Boah, deswegen war ich so verwirrt. Ich dachte, das ist Nero gewesen am Anfang. Ja, klingt jetzt mir noch alles zu. Jetzt kommt noch ein Blaski. Blaski, was willst du von mir? Wo geht's bei dir hin? Ach ja. Ich komm zu gar nichts. Alter, hau einfach ganz schnell ab. Paro KG. Komm, block mal bitte. So, doppelt kontrollieren. Paro KG. Für den, der bei mir startet, von da unten. Ja. Weg mit dir. Der 430 ist am Abdüsen. So wie auch er. Oh, die zwei Trollmeister hier. So, mal kurz Fahrplan schauen. 11, 22, 46. Ein bisschen lieb. War mein vierter Typ? 213. Der fährt nicht. Warum nicht? Jetzt fährt er. Ich gehe mal davon aus, ihr zwei wollt alle beide neuen Fahrplan haben, oder? Einer nein. Ja, keine Ahnung, wer von euch da jetzt gerade nein macht. Yoshi Domke, wir befahren. Der Robin natürlich. So, ja, dann. Ich brauch nicht, ich guck grad nur, was hier so abgeht. Ja, Nero, volle Zuckeranalyse, bitte. Also von deinem neuen Zug, ne? Ah.
By the way, an den Live-Chat. Wie findet ihr eigentlich diese Anzeige links unten, die schwarze, mit den Faltblatt-Animationen? Ja, nein? Aber ich find's ziemlich geil. So, sagen wir dem mal. Oh, jetzt wird's langsam ruhiger. Geil. Ich meine, Nero, wir können ja auch beten. Also, wir können Yoshi beten, dass er da die zwei Sachen zusammenstellt. Das wäre ziemlich lange. Aber die ET-41 muss weg. Die muss irgendwo anders hin. Aber dann ziehst du dir beides weg. Nee, Domke, warte mal ganz kurz. Bevor du weggehst, tu mal deinen Zug einbremsen. Und dann bringen wir deine Lok kurz woanders hin. Das wird. Ja, genau. Wir machen jetzt mal richtig geilen Zug für. Für unseren Nero. Mal kurz schauen. Das ist blockiert. Das ist der Nero-Zug. Das ist der Domke-Zug da unten. Stell die Idee zu den anderen drei. Ja, das war's für Yoshi. Okay, jetzt haben wir einen Job für Yoshi. Aber erstmal, damit Domke weggehen kann. Was wir näher haben mit dem Zug, aber mitnehmen, muss er dann auch 40 fahren. Ja, das kriegen wir hin. 2362. Moment mal. Sekunde. 2362 von SK kommt da jetzt gerade. Der muss noch. Wer? Gut. Doch, ich habe einen Plan. Domke, abkuppeln, Zug einbremsen. Domke ist bereit. Ah, oh, fuck, jetzt ist der Express da. Kurz warten. Muss erstmal den Express machen. So, komm, weichen, mach. So, der muss noch LCS Clash Co. Ist er da? 34262. LCS Clash Co, wo bist du? Da. Und dann fangen wir an mit dem Hanschi-Spaß hier. Es wird ein Spaß. Ja, aber echt hier. Aber für Nero machen wir jetzt hier was ziemlich Geiles. Dann werden wir erstmal hier ein bisschen rumranschieren. Ja, Yoshi, du musst noch einen ganz kleinen Moment warten. Das muss der Domke weg. So, LCS Clashco ist free. Auf der BR-Linie, war ja irgendwie klar. Aber ist noch blockiert. Nice. Slash weight and length in Englisch. LCS Clasco, wo bist du? Auf Anschluss B. O.
BBL. So, den kann ich schon mal wegschicken, sobald er steht. Komm rein, mein Kollege. Wunderbar. Danke, Basi, oh mein Gott. Ja, kein Kommentar. So, da tun wir den Express mal kurz abstempeln. So, Domke, tu mal ganz kurz bestätigen, dass du vor Signal G6 stehst. Signal G6 korrekt. Ja. Das macht doch SPK ein bisschen schwieriger, ne? Nachdem man die Zugnummer nicht sieht, muss man sich merken, wo was steht. Ja, Express, komm, düse ab. Ich habe hier Rangierarbeiten zu machen. Ich brauche das Gleis, wo du hinfährst. So, sobald der mir meine Weichen frei macht, jetzt fährst Domke erstmal weiter. Nee, Neo, du wartest erstmal. Beziehungsweise. Ja, du stehst eh am Signal. Nee, du wartest erstmal da, wo du bist. Eigentlich könnte man Donkey auch noch zweckentfremden ans Rangierlock. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob wir das am schlauesten machen. Naja, also erstmal muss Donkey mal aus dem Weg gehen, damit Yoshi an die Wagen rankommt. Die Wagen dann bei Nero ankuppeln. Und dann bleibt diese ET41 noch über. Die könnte aber Domke theoretisch hier auf das Gleis hier reindrücken. Ja gut, andererseits Rangiermeister ist der Yoshi, ne? Vielen lieben Dank für den Follow. So, der ist weg. Domke. Dam. Weiche. Nein, das war falsch. Das ist falsch. Die brauchen wir ein bisschen ewig lang. Das da unten müsste passen. Okay, los geht's. Los rangieren. Ich glaube, das schaue ich mir lieber vom Stellweg aus an.
So, der nächste Go-Zug kommt um 22. Eigentlich sehe ich gerade, das wäre jetzt. Nicht angefahrt. Bist du die nächsten Tage wieder auf YouTube live? Nein! YouTube ist gestorben, weil Restream für den Arsch ist. Ich werde jetzt nur noch Twitch machen. Fürs Erste. Sehe ich nicht ein, dass ich da für Restream einen Haufen Geld ausgebe und dann kackt's ab. So, dann gehen wir es erstmal woanders hin. Aber Twitch ist da eh ein bisschen besser. Finde ich. So, Yoshi müsste eigentlich vor TM55 sein. Glaube ich. Yoshi, bist du vor TM55? Sehr gut. Fährst da oben rein. So, los geht's. THW ist nur das Kürzel. Weil dann kannst du wirklich sagen, okay, du bist ein Güterzug oder Leerzug etc. Also der FDL soll es einfach schon wissen, was du bist. Also Kürzel ist kein Muss. Geil. Beide am Rumfahren hier. Die Musik geht schon. Musik ist wieder aus. Nächste Playlist. So, los geht's. Muss mal. Nein! Fuck. Muss mal ganz kurz schauen, wie es mit den nächsten Zügen aussieht. Dem 4 hat nicht geschrieben. Und das 7-1er. Da klingelt's. Okay. Nero, du kannst. Unbekannte Länge. Nero, bei dir kommt gleich noch was ran. Nein, Moment. So, Yoshi, lass mal da hinten wieder raus. So, ich glaube, das passt. So, und Domke, der fährt erstmal für den Moment hier unten rein. Wobei, Moment mal, da oben ist die 140er. Den machen wir anders. Wir werden die ET 140 da unten reinschieben. So, weiter, weiter. Es klingelt von links unten. Nico. Ja, okay. Nico ist angenommen.
So, Josh ist da unten. Josh, du musst noch weiterfahren, ne? Disquire Sleeping. Ah, schön. Sehr schön. Gefällt mir. ...854 ist abgefahren. Das ist der hier. Was haben wir hier? Einzelne Lok. Nach BR. Okay. Können wir das öfter machen? Ja, aber gern mit weniger Stress. So. So, das passt. Yoshi Nero, Obacht. Yoshi hat Rangierverstraße zu dem Gleis, wo Nero steht. Yoshi, sanft ankuppeln und schauen, dass du eine Verbindung hinkriegst. Und dann ziehen wir dich wieder weg. Domke, du bist eh am Fahren. Du wirst dann gleich die Eterna 40 abschleppen. FTL verbracht einen Kaffee. Wie jetzt? Werden da meine Weichen kontrolliert? Kein Vertrauen. Ach, das ist Nero. Okay. Nice, das läuft. So, Domke ist auch da hinten. Dann werden wir das hier so machen. Domke kann rangieren. Und wir gehen mal wieder runter. Oder auch nicht. Der 854 ist da. Alter, 15 Minuten PT, aber Gott sei Dank ist er zu spät. Ist eine 3-4. Moment. Ah. Ist... Scheiße, Peter und... jetzt war ich gerade abgelenkt. Ist... Sorry, ist... 3-4. Ah, der fährt auf, BR. Ja, okay. Chat. Sorry. Gib mir Sidetrack. Ja, Moment. Grüße gleich, mein Kollege. Zoddy SR ist free.
Der kann gerade durchrauschen. Ja, geil. Sorry, SR. Da muss jetzt ein bisschen weich putzen, aber kann gerade durchrauschen. So, weichen, mach's mal mit. Oh, was passt dir jetzt nicht? Komm. So. Wie er. Dum, dum, dum. Was ist? Yes, so much. Schön, dass er mich liebt. Also. Was? Moment. No. Der kann. Der wird doch jetzt nicht sein PT hier machen, oder was? Er will auf die Seite. Turn it up. What? Oh. Muss es jetzt sein? Echt jetzt? Ja, geil. Ja, damit habe ich jetzt nicht so wirklich gerechnet. Aber okay. Dann steht er hier erstmal. Das wird schon gerne mal die Gute. Gut, back to the roots. And it's bad. Ich muss weitermachen. Sag mal, Nero, Yoshi, ist bei euch soweit alles bereit? Und Domke, bei dir auch? Weil ich habe gerade so dezent den. Okay, Domke wartet vor E8. Das ist noch soweit okay. So, also wir haben den neuen McDonalds-Zug. Simula lässt grüßen. Also ich kann ihm nicht garantieren, dass er sauber da wegfahren kann, aber ist wie es ist. Aber vor allem brauche ich Feedback von Yoshi und Nero. Vor allem Yoshi muss dann als Rangierlog wieder weg. Ich kann eigentlich mal nach unten gehen. Jetzt habe ich ja wieder Zeit. Vielleicht so ein bisschen in der Richtung hier.
Moment mal. Ach so, das ist er. Okay. Da können wir selber das Spitze fahren, aber ich werde noch nie versucht. Macht Spaß, aber ist auch stressig. Yoshi, Nero, Status bitte. Ansonsten mache ich erstmal Folgendes. Ja, Domke macht schon mal das, was ich will, dass es tut. Könnte ich kuppeln. Ansonsten, Yoshi, tu mal voll einbremsen. Tu abkuppeln. Dann schicke ich dich weg und dann soll Nero versuchen anzukuppeln. Habt ihr schon? Schade. Das wäre natürlich irgendwo schön gewesen, wenn das gehen würde. Habt ihr schon mal bitte, dass Nero abkuppelt und du Yoshi an den Verband ankuppelst? Und vor allem Nero, dass du ein bisschen Abstand hältst. Okay, das ist komisch. Ja, okay. Dann haben wir da einen Broken Zugverband. Ah, schade. Es wäre irgendwie schön gewesen, wenn das gegangen wäre. Ja, gut. TD2 im Moment. Können wir, glaube ich, nicht sehr viel dran ändern. So, Domke kommt jetzt gleich mal und stellt die 41er hier ab. Was lasse ich mal mit dem Flachwagen an meinen Hopper wandern? Rückwärts mit dem ganzen Zug an Domke seine Wagen ran. Ich glaube, das wird sich mit der Länge nicht ausgehen, weil die Gleise sind einfach hier nicht allzu lang. Nee, das geht sich gar nicht aus, dass du das machst. So, da ist er ja. Der Domke. Okay, also ist momentan dezent Stand. Also Domke, da hat's noch ein, zwei Meter. Soll ich Domkes Wagen wieder mitnehmen? Ja, wenn es eh nicht geht, dann ziehen wir die wieder weg. Einmal da runter. Ne, wobei, wir können eigentlich... Komm. Nein, andersrum. Bitteschön.
Also Domke, du hast so 200 Bilder noch, mindestens. Da geht noch was. Ein paar Minuten noch. Das sieht schon geil aus. Ja, ich würde sagen, anhalten. Das passt erstmal. Sehr gut, dann hätten wir die auch mal aus dem Weg geräumt. Sag mal, Yoshi. Ah, fährt. Okay, alles klar. Hab nichts gesagt. Tut mir leid. Im Chat passiert auch nicht sehr viel. So, mach das 854 auch mal wieder fahren. I want to drive now? Fragezeichen. I'm back, but I'm enjoying my sandwich. Boah, Jung, um 11 möchte ich gerne Schluss machen. Ich will hier keine Überschichten machen. Überstunden machen. Sorry. So. No, was? No, was I want? Someone. No, always I wait for someone now. Someone will wait for me. Wow. Also Mr. 824, ne? Wenn es 23 Uhr klingelt, dann viel Spaß im Offline. So viel mal zu dem. Und der 7-11er fehlt mir noch. Er ist noch nicht aufgetaucht. So, Nero, Zuganalyse. Da kann ich dich mal wegschicken. Die Überschriften sind sehr, sehr teuer. Ja, aber sowas von. Ja, das wäre dann mal die Lok. Dann hätte ich gerne noch das Vermax und das Gewicht und die Länge. Wenn dann schon ordentlich. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee, was ich mit Yoshi mache da hinten. Ich glaube, Yoshi schickt ja nochmal ganz nach unten, wo er die ETs abgeschickt hat. Aber da müsstest du vermutlich nochmal kurz gegenkontrollieren da unten, weil ich glaube, das sind Handweichen. Dass du da jetzt nicht eine Weiche auffährst. Ich war das weichen Paar hier da. Das hier. Komm, mach mal. Dankeschön. Yoshi, fahr zum Abschleckgleis. Aber Obacht, am letzten Ende hat es, glaube ich, Handweichen. Dann müssen wir mal aufpassen. Ah.
Oh, wir warten auf Wagen von dir, also musst du Überstunden machen. So, also muss Yoshi mal wegfahren hier. Chat ist noch okay. So, schauen wir mal. Nero. TOW 80. Mit PS gerade aus. Mal schauen, was wir beim Automatischen so kriegen. Wieder das nächste Mal mit. Dann würdest du den Zubringer machen. Ja. Ich glaube, das. Da muss vermutlich schon ein, zwei Stellwerke da mitmachen. Bezüglich Zubringer und wieder wegnehmen. Ich meine, heute war es dezent ein bisschen hektisch. Aber die Idee finde ich gut. Würde ich auf jeden Fall machen. Aber lass es mal absprechen. Um 1:50 Abfahrt. Ja, machen wir mal. Darf man da mitmachen? Ja, klar. Ich meine, grundsätzlich, wir machen ja sowieso unseren Fahrtag. Der kommt dann nächsten Monat. Und jetzt so Livestream, wie ich das jetzt gerade mache, auf PL1. Das Absprechen, das mache ich dann natürlich mit Leuten, die ich ein bisschen kenne. Nachdem da hier abgestraft wird, wenn es halt nicht nach Vorschrift läuft. So, TM, na, Tote, das war Nero. Das war er hier. Okay. Nero, der fährt nach Beretti. Um 22:52 in wenigen Minuten. Ich will zum Beispiel gemischte Züge bringen und die würden dann bei dir nach der Art sortiert werden oder sowas in der Art. Oh ja, danke. Bin ich dabei. Lass den Fahrer den ganzen Tag machen von früh, dann haben wir genug Zeit. So, okay. Check. If we... So, Mr. Verspätet will wegfahren. Send him to you. So, Nero. Oh no, was? Beretti ist offline. Geil. Beretti ist wieder da. Sehr geil. Beretti nach OB. So, und der müsste eigentlich da oben stehen. Das passt aber nicht. Und tschüss. Jero, Abfahrt. Boah, du musst deinen Ingame-Chat leiser machen, das ist viel zu laut. Ein Ingame-Chat? Ach so, I see. Das Spiel allgemein, okay.
So, Nero ist abgefahren. Oder am Abfahren. So. Aber gute Notiz. Das werde ich anpassen. Ja, was ist der Dammer nach oben? Dammer ist nach oben. Ja, Meister. 854, du bist nicht Mitglied der Gruppe. Okay, das da hinten hat funktioniert mit Yoshi. Ja, mehr Rangieraufgaben habe ich erstmal nicht. Eigentlich muss noch der 854er hier weg. Und dann war's das für heute. Außer die anderen tauchen hier nochmal auf, aber ich glaube es ja nicht. Weil die Zeit ist schon mehr als drüber. Ja, es kommt davon, wenn man hier stehen bleiben will. Wie kann man das nur machen? Ne Lutz nach Legota. Lass mal schauen. Okay, das war die Nachricht. Was echt jetzt? Wow, ich konnte keinen Fahrplan mehr machen, weil ich jetzt gerade ende. Was? Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hä? Abgesehen davon, ich kann keinen Fahrplan mehr machen, weil meine Zeit gerade abläuft. Alter, jetzt kommt der nächste. Ah, und Solly sagt, er muss warten. He can go now, sagt Solly für den 854. 854, Moment, warte mal, sorry, SR. Ah, WBL. Nee, shit, das war falsch. Die war hier passt. Die hat nicht passt. Bitte einmal andersrum. Umstellen. Okay. Da, 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 da. Ist okay. So, weg mit dir.
Komm, Abmarsch. Oh, jetzt kommt Charmy mit dem nächsten Zug. Ja, gut, nehmen wir den auch mal an. Wir sind nett. Dann machen wir halt Überstunden. Vielen lieben Dank für den Follow. ...20 Minuten plus. Weg mit dir. Gut. Dann haben wir hier noch den Zug aus Schermin. Was haben wir da? Ja, nicht sehr spannend. Und der fährt natürlich auch auf BR raus. Hat die Verspätung von 16 Minuten. Geil. Das ist mega geil. Da werden wir einmal zeitig aufhören, ne? So, Lok abgestellt, da hinten ist noch der Domke. Hat der Domke da eigentlich Kopfgleis, wo er reinfahren könnte? Mal schauen. Nee, die Oberleitung sagt nein. Schade. Oh, SWDR, was ist los? Achso, ja, nicht mehr verfügbar. Ja, Domke, also ich würde dich erstmal da stehen lassen. Wenn du gehen möchtest, stehst dir offen. Aber heute passiert nicht mehr sehr viel. Wir machen den letzten Zug des Tages. Und dann würde ich sagen, mach mal die Station dicht. War auf jeden Fall spaßig und stressig. Also auch wenn es nicht so gegangen ist, wie es geplant hätte. Also ich hätte auf alle Fälle gern mehr dann Skifahrt gemacht gehabt, aber der Fahrplan war dann doch etwas dicht. Aber ja, ich werde das mal ein bisschen anders planen. Eventuell kriegen wir das dann hin, dass wir dann Güterzüge haben, die hier reinkommen, dann enden. Dann müssen wir sie Sorten reinmachen oder auch Personenzüge, die hier enden, Wagen abstellen. Dann kommt der Lok rein und will dann mit dem Personenzug dann halt quasi wieder wegfahren. Solche Sachen. Auf das hätte ich halt mega Bock, aber das ging sich heute zumindest nicht so aus. War aber trotzdem spaßig, finde ich. Pünktlich auch, wenn es nicht möglich. Ja, also auf den Einzug will ich jetzt auch nicht mehr ewig lang warten. Also Einfahrt Harder und da ist am Fahren. Um 22.48 Uhr hätte er eigentlich da sein sollen. So, hoffen wir mal, dass er bald kommt. Ich werde mal schon mal den Text vorbereiten. Es bla free vor 71106 Fragezeichen. Für Knorr, wo ist er denn? Der ist eh noch bis Mitternacht da. Dann hätten wir das schon mal vorbereitet. Hm.
Ja, gehen wir Daumen nach oben. Ja, war eine spaßige Session. Nicht ganz so wie geplant, aber war spaßig. Ich bin in einer Sekunde wieder bei euch. Einen Moment. So, dann. Und da bin ich wieder da. Was waren denn für euch so eure Highlights des Abends? Was hat euch besonders gut gefallen? Was vielleicht weniger? Lasst es mir doch gerne mal wissen. Oder vielleicht anders formuliert, was gefällt euch am besten an dem FTL-Format, unabhängig vom Spiel? Da klingelt's. Achso, weil er weg ist. Okay. Der Versuch, ein LTAW zusammenzustellen. Ja, Domke, das nächste Mal, ne? Alter, der Zug, der jetzt kommen soll, ne? Ist gerade das Offren angezeigt. Wir haben da 7-11. Fuck. Da ist er. So, der Kollege fährt ein. Ja, dann schauen wir mal, was die nächste Station sagt. S2. Gold. Knorr SK. Auf BR. Das ist mal richtig geil. Cool ist, den realen Wahnsinn reinzubringen. So, ich schicke den da oben rein. Das heißt, das Weichenpaar da unten. Das muss ich ja mal ändern. Gut, die Fahrstraße wäre bereit. Nachdem er aber hier ein PH hat. Müssen wir mal ganz kurz stehen lassen. Leider Gottes, das sind die polnischen Regeln. Da ist er auch mit seiner EP08. Ist auch wieder so ein kurzer Zug. Dann warten wir jetzt hier auf die Einfahrt. Vielen lieben Dank für den Sub. Freut mich sehr. So. Da ist er. Ist aber ein bisschen schneller unterwegs, ne? Das war aber keine feine Bremsung von mir. Na gut, soll mir jetzt egal sein zum Schluss. Ausfahrt kriegt er.
Das sollte jetzt mal nicht nerven, dass er jetzt schon die Ausfahrt kriegt. Wie gesagt, der hat schon die Verspätung, war de facto am Stehen. Ich muss nur noch abticken. Dann habe ich's. Nice. Er haut ab. Okay. Jetzt sind verspätet. Geil. So. Weißt du schon, wann ich das nächste Mal Train Driver 2 streamen werde? Nein, weiß ich nicht. Generell, ich habe gar keinen Plan, wann ich stream. Da muss ich einfach Lust drauf haben und sage, okay, jetzt mache ich das. Ich will es auch gar nicht wirklich versprechen. Also, Freitag, Samstag sind so ganz gute Tage, wo ich streame, aber es gibt keinen Plan fürs Erste. Ich bin da ganz planlos diesbezüglich. Für heute war es aber erstmal. Eventuell, ich meine, wenn ich Bock und Laune habe, bin ich auch morgen Abend schon wieder live. Mit TD2 oder mit irgendwas anderem. Aber versprechen tue ich es nicht. Das ist bei mir total random. Aber für heute ist erstmal Schluss. Das waren jetzt. Oh, wer ist? Was sind's? 3 Stunden. Chaos hier in Tomisko. War spaßig. Stressiger, als ich eigentlich erwartet habe, aber war witzig. Und mit ein bisschen mehr Vorplanung und dass vielleicht ein anderes Stellwerk ein bisschen mitmacht, dann können wir auch ein bisschen bessere Rangierfahrten machen. Heute war ich einfach zugekleistert mit Zügen, die reinkommen sind. Ich wollte das eigentlich ein bisschen anders machen, aber nichtsdestotrotz war es, glaube ich, eine schöne Session hier in der Station drin. Und damit sage ich erstmal gute Nacht. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und bis bald. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.